Ein generelles Burka-Verbot wird es nicht geben. Allerdings Verbote der Vollverschleierung in bestimmten Bereichen und Situationen. Beispielsweise im Straßenverkehr, vor Gericht, bei Behördengängen, in der Schule und im öffentlichen Dienst. Darauf haben sich die Innenminister von Bund und Ländern in Berlin geeinigt. Im Vorfeld der Innenministerkonferenz war Bundesinnenminister Thomas de Maizière zu einem Arbeitsbesuch nach Baden-Württemberg gekommen. Im Zentrum standen dabei vor allem drei Aspekte: die Einbruchskriminalität, die Bedrohung durch den internationalen Terrorismus und das Darknet. Zahlreiche Legenden ranken sich um das Darknet. Ein rechtsfreier Raum soll er sein, dementsprechend wurde er zur dunklen Ecke des Internet. Ein Umschlagplatz für Waffen, Drogen und gestohlene Identitäten. Zuletzt hatte es Schlagzeilen gemacht, da der Amokläufer von München dort seine Waffe gekauft hatte. Bundesinnenminister Thomas de Maizière informierte sich am Donnerstag in Stuttgart, wie die baden-württembergischen Behörden mit dem Darknet umgehen. Dass in Baden-Württemberg jedenfalls kein dunkles Loch ist und kein rechtsfreier Raum, sondern wo unsere Polizistinnen und Polizisten auch in diesem Bereich eine erfolgreiche und gute Arbeit machen. Was man daran sieht, dass es immer wieder Festnahmen gibt. Und ich möchte einfach es so sagen, niemand soll sich sicher sein, dass er im Darknet unbeobachtet ist. Ein weiteres Thema: Einbruchskriminalität. Bundesweit steigen die Zahlen, nur in Baden-Württemberg gehen sie zurück. Innenminister Strobel führt das auf die Polizeiarbeit im Land zurück. Baden-Württemberg wird zunehmend ein Land sein, das kein gutes Land für Einbrecher ist, weil, ich spitze zu, im Zweifel das Polizeiauto vor dem Einbrecher schon in der Straße ist. Baden-Württemberg, ein Musterländler auch in der Polizeiarbeit. So sieht es jedenfalls auch Thomas de Maizière, der Einsatzbereitschaft und Ehrgeiz der Beamten im Ländle lobte. Der Amoklauf in München hat in München eine große Beachtung gefunden und darüber hinaus eigentlich weltweit. Diese Sicherheitsbehörden in Baden-Württemberg haben nach während des Einsatzes und nach München überlegt, was könnte das für uns heißen im Einsatz? Wie hätten wir das gemacht? Wo wären Schwächen, wenn wir das so gemacht hätten, und wo wären wir gut gewesen? Ich bin ziemlich sicher, dass das in anderen 15 Ländern nicht so gemacht wurde. Auch Baden-Württemberg hatte Bedrohungslagen und unklare Situationen, wie hier in Reutlingen, als ein anerkannter Asylbewerber seine Freundin tötete. Oder zuvor in Stuttgart, als ein Frankfurter eine Rechtsanwaltskanzlei stürmte, um später einen Anwalt und sich selbst zu töten. Doch nichts war vergleichbar mit Terroranschlägen wie in Paris, Orlando oder Nizza. Wir haben in Deutschland ein verdammtes Glück gehabt bisher, dass wir nicht eine so schlimme Lage wie unser Nachbarland Frankreich. Wir haben Glück gehabt, wir haben eine hervorragende Arbeit unserer Polizeien, wir haben eine hervorragende Arbeit unserer Dienste und wir versuchen auch als Politiker, der Bundesgesetzgeber, wir hier in Baden-Württemberg es jeden Tag noch mal ein bisschen besser zu machen. Um das zu gewährleisten, bedürfe es der Zusammenarbeit von Bund und Ländern, insbesondere aber auch mit den Herkunftsländern der Asylbewerber. Insbesondere bei Asylbewerbern, die sich strafbar gemacht haben oder von denen eine Gefährlichkeit in Deutschland ausgeht. Aber natürlich muss auch die Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern noch besser werden. Das muss man im Einzelfall, da gibt es keine große Formel, keine große Lösung, keinen deutschen Knoten, den man durchhauen muss, sondern das muss man Schritt für Schritt besser machen. Am Nachmittag ging es dann für die beiden Minister nach Berlin. Die, so versicherte Strobel, verbinde nicht nur der gemeinsame Vorname Thomas, sondern auch in vielen Punkten die gleiche Einstellung, die sich jetzt wohl auch im partiellen Burka-Verbot niederschlägt.